Jo, check it out now. Wir befinden uns in der Villa Schrott, daneben, nebst dem Bürogebäude. Ihr seht anders aus. Das möchte ich auch mal eben zeigen. Denn der Herr Valentini hat verdammt gut seine Arbeit gemacht und über ihn wird sehr viel Scheiße erzählt. Er war mal ein ehemaliges Heimkind. 1955, keine Ahnung, irgendwas mit Zwangsbergabbau, Stollwerken, Essen. Und dann ist ein Sprung in meiner Ahnenforschung bei dem Herrn Valentini. Auf jeden Fall hat er sehr viel gearbeitet und hat nachher das Haus von einem ehemaligen SS-Feldmarschall aus dem Zweiten Weltkrieg bekommen, gehabt, gefunden, was weiß ich. Hier waren ungefähr 450 Gemälde. Hier ist nicht nur eine riesen Villa, wo x Leute wohnen können, 16 Wohnungen oder so. Hier waren auch Büroräume. Die sehen jetzt so aus. Und alle meine Bekannten sind zufälligerweise in der Zeit, wo ich hier gearbeitet oder geschlafen habe, weil das Jobcenter mir halt 5 Monate lang kein Geld bezahlt hat, zwar mich falsch berechnet hat. Naja, auf jeden Fall durfte ich dann hier netterweise Couchsurfing machen bei meinem Freund, dem Sergej, beim R. Bernd, beim Alfred. Die habe ich kennengelernt, ob das Street. Als keiner für mich da war, waren die wenigstens für mich da. Danke dafür nochmal, werde ich euch nie vergessen. Dann habe ich in dem Haus hier angefangen, irgendwann von alleine auch noch ein bisschen zu putzen, weil das war im Haus echt dreckig, nicht hier im Büro. Herr Valentini hat mich irgendwann, das ist der Besitzer, angesprochen. Und dann habe ich angefangen, mit ihm das Büro zu machen. Das ist so, dass der Herr Valentini halt leicht viel Material hier hat. Legales Material, nicht illegal, ne? Also der Messi, ich muss jetzt nicht sagen, er kauft halt nicht eine Krawatte, er kauft 1000 Krawatten. 1000 original verpackte Krawatten. Das war kein Müll. Das könnte aber auch sein, das kann ich gebrauchen. Ich sammle Müll hier auf. Wunderbar, ich habe mich immer noch nicht verändert. Schön, dass ich mir treu bin. Etage 2 von den Büroräumlichkeiten. Ich möchte das nur eben zeigen, damit ich einen kurzen Einblick geben kann, wie Villa Schrott denn aussieht. Ja. Lange Rede, ganz viel Sinn. Ich habe hier gearbeitet, ich durfte mein Homeoffice hier aktivieren. Valentini ist krank geworden. Der hatte natürlich schon vorher Krebs, aber der Zustand vom Krebs, der wurde besser, hoppala. Und dann war der auf einmal verschollen. War für mich echt ungünstig, weil ich suche seitdem, die mich unrechterweise entkindert haben und also ich hatte eigentlich Elternzeit, Mutterschutz und so. Da wurde ich ungerechterweise nicht nur entkindert, sondern auch gekündigt. Und danach kam es noch schöner, weil viele Leute haben unterlassene Hilfeleistungen gemacht. Ja, also meine Familie, Corona, Herzinfarkte, Krebs, hieß das. Naja, habe ich so wie so eine Irre, so eine Geisteskranke im Internet um Hilfe geschrien. Aufgrund der bedingungslosen Liebe zu meiner Tochter. Ich Vollidiotin. Hätte ich das mal gelassen, dann wäre der Salat hier nicht passiert. Oder wie auch immer, es ist, wie es ist, es geht, wie es geht. Und na, so bin ich halt hier hingekommen. Und schon eine Badewanne. Auf jeden Fall darf ich jetzt nicht eben den Faden verlieren. Was war das? Manchmal muss man ja auf die Geräusche ein bisschen achten. Ich habe den Faden verloren. Ich gebe zu. Irgendwann ist er auch mal auf mir vorbei mit den eingeschobenen Sätzen. Ich bin dann obdachlos geworden. Das stimmt nicht. Die haben mir das Stromgeschisse abgestellt, die Wichser vom Jobcenter. Das ist auch nicht ganz richtig. Die lieben Leute von der NEW haben mir dann den Strom abstellen müssen, weil keiner hingekriegt hat, sich um mich ein bisschen zu kümmern, mir zu helfen. Obwohl, das waren nur 350 Euro, ne? Und ich kriege jetzt 395 Euro Kaltmiete Jobcenter-Verrechnung dank unserer Wohnungsnothilfe der Stadt Viersen. Ganz tolle Aktion. Also man hätte mir helfen können, wenn man gewollt hätte, aber alle Leute um mich herum haben keinen Bock. Wohnen in Viersen und die labern sich gerne Kotelett an Backe. Bevor die machen, machen die nur Scheiße. Haben mich wie oft in meinem Leben alle falsch eingeschätzt, aber ich bin ja nichts anderes gewöhnt. Kein Strom mehr, war zu kalt, es war letztes Jahr im Winter. Also so habe ich angefangen, vor 2 Jahren, die Leute hier kennenzulernen. Couchsurfing zu machen, weil im Winter ohne Strom, ohne Heizung, was echt doof dann zu Hause im Dunkeln. Jetzt wieder im Winter woanders ohne Heizung, weil hier Stadt Viersen ist halt, ne? Wohnungslosenhilfemäßig im Beamtentum auch nicht so geil unterwegs. Und hier war wieder jemand am Werk und ich weiß genau wer. Alle meine Bekannten sind einer nach dem anderen hier reingekommen, als ich irgendwie rumgesprochen habe. Gott, halt so ist, wie es ist. Und seitdem werde ich jetzt erpresst und die haben alles geklaut, alles kaputt gemacht.
dann auch gesagt, die werden alles hier in einem schönen Zustand. Das wäre asozial, wie man das auseinandernehmen kann. Und das sind die Fristen 3. Das Mustafa Aydin, Wiesner Straße 83/Bodelschwingstraße 30 in Dürken. Das ist der Dennis Inderbieten. Seit Februar aus dem Gefängnis raus. 7 Jahre lang saß er. Hat noch nicht mehr 2/3 gemacht, weil er genau weiß, Bewährung kriegt er eh nicht auf Kette. Der baut sofort wieder Scheiße. Angeblich 2 Tiere umgebracht. Schlägt eigentlich alles kurz und klein, je nachdem, wie schlecht er drauf ist. Liebste Grüße an dich, Dennis. Noch eine Morddrohung, kein Problem für mich. Fang mich doch so Eierloch, kriegst mich eh nicht. So, und dann haben wir noch allerherzlichste Grüße an diesen Griechen. Griechenlase. Ihr kommt hier nicht mehr rein. Ihr braucht auch nicht eure komischen Spielchen zu spielen. Der René Fischer meine E-Mail weitergeleitet hat, die ich ihm geschickt habe. Adli Policia, diese eine besagte, hat ja weitergeleitet an die Met. Und ihr Leser nur benutzt die ganze Zeit für irgendwelche Zwischeninformations, das ist mir klar. So, also die Fotze, die Ratze hier in dem Haus ist nach wie vor, und da hat er auch sein Recht, René Fischer, ist so, war so und bleibt so. Und deswegen auch neulich der Polizeieinsatz dieses Jahr. Denn der Benni da oben hat gesagt, Jenny, damit wir hier nicht durcheinander kommen bei unseren ganzen Umzügen, Auszügen und so weiter, nimm dir doch das leerstehende Zimmer von der Met, tu da deinen Schrott rein, sortiere dich da in Ruhe. Ja, hätte ich auch gemacht. Wenn da nicht der Fischer gekommen wäre, die Mac angerufen hätte und eine hinterfotzige Aktion gemacht hätte. Und wenn du das hier siehst, dann ganz liebe Grüße. Fischer und Matt, ihr habt erstmal kommunales Viersenverbot, euch irgendwo zu sehen. No-go für mich. Ich will alle warnen für euch. Richtig ekelhafte Wesen seid ihr. Ja, richtig Unterschicht. So, Isle of Linda bleibt so. Nico Daniel auch gut. Und René, da kann sich bitte der Krebs noch schneller wuchern, das wäre schön. Ja. Mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. Oder wie Flair es zu sagen pflegte, meine Mutter ärgert sich, wo war damals seine Pille?